Schiedsrichter zu sein bedeutet viel mehr, als nur die Pfeife zu betätigen oder die gelbe oder rote Karte zu zücken. Denn neben einem guten Regelverständnis gehören auch körperliche Fitness und eine starke Persönlichkeit in das Anforderungsprofil eines jeden Schiedsrichters. Naja, der Fußballsport ist ja eigentlich in einem enormen Wandel. Es wird immer alles schneller, es wird auch technisch vieles da jetzt implementiert. Man denke in der Bundesliga an den VAR und auch im Landesverband merkt man, es wird schneller. Wir haben jetzt auch Fernsehbilder zur Verfügung für Analysen und das wollen wir natürlich in diesen Fortbildungstagen, die für uns einen enormen Stellenwert haben, alle zwei Jahre. Das wollen wir da natürlich mit einbauen und da wollen wir natürlich dann schauen, dass wir das Bestmögliche herausholen, damit die Schiedsrichter gut gerüstet sind für die nächsten Spiele. Ein guter Schiedsrichter, der braucht auf alle Fälle Persönlichkeit in allen Bereichen, aber wir sind eben dazu da, dass wir diese Persönlichkeiten entwickeln und ganz wichtig ist natürlich die körperliche Fitness, um die Konzentration hochzuhalten, um diese Spiele dann über 90 Minuten hinaus leiten zu können. Der stand doch 10 Meter im Abseits, Schiri. Solche Sprüche kennen doch alle vom Fußballplatz. Häufig im Fokus dieser Diskussionen die Schiedsrichter. In solchen Konfliktsituationen braucht es eine klare Kommunikation und eine starke Körperhaltung. Schließlich müssen sie binnen Sekunden entscheiden, wie die Spielsituation zu bewerten ist. Es ist schwierig. Natürlich ist oft die Stimmung am Fußballplatz, trägt natürlich auch einen Teil dazu bei. Wobei, ich muss ehrlich sagen, es ist für mich das schönste Hobby, was es gibt. Ich habe auch sehr jung angefangen und es war neben dem Fußballspielen, ja, ich habe eine tolle Karriere gemacht. Das hätte ich, muss ich ehrlich sagen, beim Fußballspielen nicht geschafft. Und ich kann nur jeden Jungen sagen, es ist eine tolle Persönlichkeitsentwicklung. Du hast mit deinem, wenn du mal von dem Virus Fußball infiziert bist, ist sowieso natürlich was anderes. Und ich muss sagen, zu allen Jungen oder auch den Eltern, probiert es einfach, weil es ist echt toll. Wir haben jetzt da Fortbildungstage im Lungau. Wir dürfen da in dieser Lungau-Arena trainieren, was ein Schmuckstück ist. Das ist ja für einen Schiedsrichter ganz toll, dass wir so tolle Rahmenbedingungen haben. Und dann muss man auch sagen, da gibt es ja jemanden dahinter, der das Ganze unterstützt, auch finanziell unterstützt. Wir haben ein tolles Verhältnis mit dem Salzburger Fußballverband. Wir haben ein tolles Verhältnis mit dem Österreichischen Fußballbund. Und da gehört auch mal Danke gesagt. Dann muss man sich halt vom Nachwuchs bis jetzt, wo ich jetzt pfeife, in der ersten Landesliga hocharbeiten. Da steckt viel Arbeit dahinter. Es ist sehr zeitintensiv, aber es macht mega, mega viel Spaß und man kann es einfach nur weiterempfehlen für andere, die was jetzt vielleicht eine Verletzung davontragen haben und am Fußball trotzdem erhalten bleiben wollen. Und der Anfang ist natürlich immer schwer, sage ich. Also die ersten Spiele, da denke ich mal 3 Tage später auch noch drüber nach, ja, boah, was habe ich da falsch gemacht oder ja, das war halt schwierig. Aber je mehr Spiele das da gemacht hat, umso mehr Sicherheit hat er gekriegt und ja, es ist halt immer besser geworden dann. Und heute ist noch einmal ein bisschen was anderes. Es findet ja eine Schnitzeljagd statt. Ja, jetzt haben wir es gerade, unser Trainer hat es gerade um und um geschickt. Jetzt bin wir hoffen, dass alle wieder zurückkommen. Und ja, schauen wir mal. Noch ist niemand da, aber ich glaube, es wird auf alle Fälle passen. Also Fitness ist da echt das A und O. Meine Motivation ist mein Bruder, der hat halt 4 Jahre vor mir angefangen. Und am Anfang war ich ein bisschen so am Zögern, ist es was für mich oder nicht. Ich war am Sport auch sehr interessiert und ich habe mir dann einfach gedacht, versuchen wir es mal, um jetzt im Endeffekt, das ist echt eine der besten Entscheidungen. Die geplante, nicht ganz einfache Schnitzeljagd haben sie im Team und ihren Eigenschaften, Disziplin, Leidenschaft und Fairness gut gemeistert.